der richtige Pavillon. Denn ist ja so, dass das Stall gut gemischt ist. Und oben durch führt ein Weg und da sind wir dann auch laufen. Sagen wir mal, ja, 3/4 Stunde hin, 3/4 Stunde zurück ungefähr. Und der Punkt ist allerdings die, dass am Donnerstag, obwohl es ja eigentlich ein Werktag war, relativ viele Leute unterwegs sind. Und zwar ist das auch damit im Zusammenhang, dass die Baden-Württemberg feiern, Pfingstferien haben. Und das hat man dann auch gemerkt, dass also auch Touristen da sind. Also jetzt ab Pfingsten, da würde ich ja die Nöte umfahren. Das ist einfach dann wahrscheinlich völlig überladen. Aber es ist also absolut traumhaft gewesen. Dann nehme ich eine Liste aus von Hermannshöhe, wie sie heißt. Und es gibt ein besonderes Restaurant, wo kannst du sie sitzen, mit Zeit. Und ja, diese alle sind los, nein, also am Bekannten, der natürlich auch so mit Robert sind, der ist ja auch gut gekauft, aber der ist Steilklippe und die bricht jetzt zunehmend. Ja, also in Rügen, ich weiß, wie sie ist,
diese Schweigefräse. Das ist aber speziell für Rügen, also da oben ist das nicht. Das ist im Grunde genommen, wenn man das sieht, das ist die Erde. Erde, wo natürlich vom Meer, wenn es den Sturm, relativ einfach abgetreibt werden. Und also ehrlich gesagt, an Teilstellen, da kann man so weit rausgehen. Und man hat schon unterspült, die Erde. Und ja, dass man da besser aufpasst. Man muss halt, jeder muss ein bisschen auf sich selber aufpassen. Go ahead. Haben Sie noch CQ, die aus dem MDQ, go ahead, Ivo? Ja, okay. Das ist selten, aber in dem Fall ist die ganze Erde. Und da kann ich mir natürlich vorstellen, dass die nicht gerade so extrem hart ist. Und dass das natürlich durch die ganze Klimasituation etc., Regen und Frost etc., dass sich das dann natürlich mit den Fischen eben abbröckelt. Das ist dann noch interessant, dass man eben, also es ist nicht wie die in der Rügen, dass die reine Felsen, also irgendwie Erde, das ist also auch noch interessant, dass man sich auch hier das so bezieht. Und deswegen bin ich auch nicht ganz so gut im Bild, aber ich muss sagen, ja, alles 100%. Das heißt, QRM auf der Seite, aber die Nummer ist auch erst gut, wenn es wahnsinnig ist. Aber das ist leider da. Ich halte natürlich auch mit den toten Zonen in Zusammenhang. Also dann rechts, ist eine riesige Holzterrasse. Dann gibt es einen Bauer. Mehr erleben. Also mehr zuerst mit HR und nachher ER. Mehr erleben und ich zeige also mehr so zu Meditation statt frei wirklich traumhaft. Ja, also der Hermann Tröd, die haben wir geschickt, also drüber. Wohl 1921 ist sie irgendwie festgelegt worden oder festgerannt oder so. Auf jeden Fall Türenmeister, der Nachbarort, entweder das Nürnberg oder so, der ist oft nicht im Büro gewesen. Und darum hat man dann den Platz Hermannshöhe getauft. ja, jetzt interessant ist, Christine ist heute auch diesbezüglich unterwegs, aber also du weißt ja wahrscheinlich, dass ich das nennt, wir haben ja auf der rechten Seite die Ostsee und auf der linken die Nordsee. Und die sind ja weil die Nordsee hat ja die Tidengeschichte. Und also sie ist heute für eine Wattwanderung, also so losgefahren. Und dort Friedrich Krog heißt das Schiff. Das heißt, das stimmt auch nicht, findest du aber auch auf der Karte Friedrich Krog. Das ist eine Wattwanderung da und das ist ganz besonders. Ich habe mal so eine mitgemacht vor ein paar Jahren. Da hat ein Verwandter von mir, der in Hamburg wohnt, der hat auch da Ufer verschlagen, der ist zu 67. Geburtstag in der Wattwanderung eingeladen. Und zwar durfte das, wo die Elbe ist, kann man von einer Insel raus. Und da muss man natürlich auf die Seite schauen. Also auf den Wasserstand. Und wenn wir zurückgewandert sind, da ist der Wasserstand am Arsch.
Und man muss ehrlich sagen, da wird Geachtetheit. Und soweit ich weiß, die einzigen also Notstürme, die sind nicht verkalkuliert, dass sie dann fluchtartig auf einen so einen Turm kommen. Das ist in Sicherheit. Aber eigentlich, da ist ja klar, dass der Hund also dann doch hier an. Sind auch geschafft, aber die ist am Arschige und das ist relativ eine Art Sekunde, ja, das ist schon gefährlich, das weiß ich doch. Die Seiten und das macht natürlich einige Meter. Und wenn die Wasserkraft ist natürlich nicht so relativ stark gesagt, und theoretisch kann man halt kontrollieren, wenn man die Tiefe weiß, also relativ stabil ist, wie man natürlich auch die Tiefe kann. Kilometer bis auf Österreich. Ich dachte, 3-3.
genauso, man muss halt also genau und aber mit nicht auf einer Insel, ich weiß nicht genau, wie das abkommt. Hier gönnt sich was und was da existiert in dem Wasser, wenn er erlüstert, das sind ja ganz spezielle Situationen und das ist schon etwas Spezielles, wenn die Geschichte zuerst unter Wasser ist und nachher ist das alles weg. Und dann hast du beobachtet, was da los ist. Ich hätte mich, ich habe noch eine andere Frage. Also du bist ja in Australien gewesen und da weiß ich gar nicht, wie lange du dort gewesen bist. Ist das und die Wunder, dass du dort gewesen bist. Das würde mich mal interessieren, wenn ich das in Australien, das heißt der Dauerlebt, ich weiß nicht genau. In Australien, VKC, ist der Dreck. Ja, das kann man relativ genau sagen. VK6, also Westaustralien, 50 Kilometer nördlich von Kanaren. Und auf dem Heidelberg. Nördlich von Perth. Ist der Auenort. Und das ist der alte Genick. Und das ist eigentlich der Gegend, wo es eigentlich relativ
respektive ein paar Monate. Thank you.
590 von Kenwood. Meine Endstufe ist etwa
Und die Antenne ist da eine. 1,5 Grad. Du bist wahrscheinlich weiter oben, Deutsch. Ja, okay. Das ist ein Gerd. Okay. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Morgen ist nochmal Feiertag, wahrscheinlich für euch auch. Das ist mir jetzt nicht ganz sicher. Mal schauen, was die anderen Bänder bringen. Ich war vorher auf 20 Meter, also das kann man im Moment vergessen. 40 Meter scheint gut zu gehen. Und mal schauen, was der Tag bringt. Okay, Gerhard, 53 Grüße nach Aschau. Schönen Dank für die Verbindung. 7 Golf Delta Hotel, Delta Schule 7, wie immer weiter. Servus, Gerhard. Delta Julius 7, Lima Mike, ja, gut, und das ist geklappt. Mein Name ist Ivo, Italien, Venezuela. Und das ist der Supermarkt hier in der nördlichen Teil der Schweiz, in Kanton Schaffhausen. Ist das okay? Ich habe 7FM, jetzt habe ich 9ACQ. Okay, Ivo, ich habe 9 Alpha Charlie Kriegel, Delta Charlie 7, Lima Mike zurück. Natürlich kennen wir auch Schaffhausen. Ich weiß gar nicht, wie oft wir da waren und es war immer wieder schön. Okay, und mit dem Boot, so ziemlich, und das Wasser pfeift das, ja, also immer ein Highlight. Also ich kenne deine Gegend so sehr schön. Und wir haben dort schöne Urlaube verbracht in Schaffhausen. Okay, wir sind hier im Bayerischen Wald, da macht man auch Urlaub. Wir haben sehr schöne Wälder, Seen und ja, auch kleinere Berge. Etwa 1300 Meter hoch, aber damit sind wir zufrieden und bei uns kann uns auch was sein. Meine Arbeitsbedingungen haben eine TX590 von Chemnitz, eine Linie-Endstufe 52 Watt und die Antenne ist der W3GZ 13 Meter. Das Wetter, die Sonne möchte, aber sie kann noch nicht. Okay, ich will zurück zu dem, habe 9 Alpha Charlie Kilo, der ist das schöne 7 Lima. Charlie Quebec, das ist Charlie Delta 7 Lima Mike.
aufgenommen. Das ist in den Städten 5 und 8. Du hast ja mit meinem Signal auch kein Problem, somit kann man also sich dann schon verstehen. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen. Ja, Pfingsten haben wir ja und das ist auch eine Gelegenheit, um sich mal wieder anzusetzen, sich etwas zu entspannen und sich mit Freunden in fast aller Welt zu unterhalten. Im Moment noch nicht möglich. Wenigstens auf 17 und auf 17, 20 Meter auch noch nicht. Da war ich jetzt gerade und vielen Dank für die Verbindung. Alpha Charlie Kübeck, Delta Julius 7, Lima Mike. Auf Wiedersehen, Ivo. Alpha Delta Julius. Aufzunehmen, 5-9, plus 5 dB, je nachdem 10 dB. Und jetzt direkt noch reingelegen. Und der Abstand hier ist nur 20 dB. Okay, servus, Ewing, bis zum nächsten Mal. Lima 5 Kilo, Papa. Der Echo war das, glaube ich. Der Echo ist schon auf der Hand. Fünf und sechs im Moment, 5 und 6. November Uniform Delta, Delta Julius, Mike. Wir sind von 6 bis 10 Uhr. Ich bin ziemlich runter in den Türen, das ist ziemlich stark, aber ich kann dich aufnehmen. Es geht ein und zwei im Moment. Die Bedingungen sind noch nicht stabil auf 40 Meter. Ich mache deswegen auch nicht zu lange. Ich heiße Alex, Alpha, Lima, Echo, X. QTH ist im Bayerischen Land, KM2, Alpha, Mike. 5 und 6 sind in Spitzenland, Delta. Und Delta, Delta, Julius, 7, Lima, Mike, bitteschön. Mit einer Fuchs, sogenannten Fuchsanlage. Und ein
geplant hast, eine sogenannte Matchbox im Eigenbau riesige Kästen, und dann hat man dann die Schalter gedreht und angepasst. Wir haben ja alle angefangen, man stellt irgendwie, dass keine schlechte Zeit. Delta Lima 5 Kilo Papa. November Echo Kilo. November Echo Kilo, Delta Julius 7 Lima. Da reinkommen. Schönen guten Morgen. Was kann man morgen sagen? Es ist hier 10 Uhr noch. Ich heiße Alex Alpha Lima Echo Extreme und Tutti ist in der Alpha Mike. Die Stadt heißt Town Charlie Hotel Alpha Mike. Dann bitte 1 November Echo Kilo, Delta Juliet 7 Lima Mike, bitteschön. Ja, Name meinerseits ist Manfred. QDH ist ungefähr 8 Kilometer südlich Bad Kissingen. Gerätschaft hier 7300 nachgeschaltete Endstufe, eine BW1 von Alten, ungefähr so um die 500 bis 600 Watt momentan und ein 5-fach Dipol, also 5 Dipole parallel geschaltet. Das ist nicht so gut. 1 November Echo Kilo, Delta Juliet 7 Lima Mike. 5010 ist ein Spitzensignal, also in der Spitzenschrift 5010. Geht ein bisschen runter, aber nicht viel. Tastrande W3. Ich würde mich gerne mit ankennen. Würde mich eine Beschreibung der Parallelschaltung würde mich interessieren, Manfred, wie du das machst. DG1, November, Echo Kilo, Delta Juliet 7, Lima Mike auf dem Fach. Ja, das ist ganz einfach, Einspeisepunkt, werden sie alle parallel geschaltet und dann hast du ungefähr, je nachdem wie du das machen kannst, einen Abstand von den einzelnen Dipolen so von 20, 25 Zentimeter, hast natürlich eine unbändige Abstimmsache, ne? Also ich habe mindestens 2 Tage lang abgestimmt, weil wenn man jetzt den einen abgestimmt hat, dann muss man den anderen wieder kontrollieren und vielleicht nacharbeiten und so weiter. Also es ist eine Abstimmarbeit, ne? Aber jetzt funktioniert die Sache auf jeden Fall einwandfrei. Ne? Genau, ich glaube, meinen Namen habe ich gesagt. Ich heiße Alex und bin aus dem Bayerischen Wald. Die Stadt heißt Bahn. Nicht, dass ich das vergesse. Okay, ja, dann hast du sie. Und wie speist du dann ein? Auf Siedlung, oder? Wird nur einfach mit Koaxialkabel angespeist. Da ist nicht einmal ein Ballon drin. Ne? Ballon hat man probiert gehabt, aber da waren die Verhältnisse nicht ganz so eindeutig. Und da die Endstufe ja praktisch einen Tuner hat, wird es ja automatisch praktisch abgestimmt. Ne? Okay, also der Einspeispunkt ist mit Sicherheit nicht so rum, aber du harmonisierst mit der Abstimmung der Endstufe. Ja genau, also nicht die 50 Ohm stimmen ja meistens nie so genau, ne? Es bewegt sich in dem Bereich von 50 Ohm, ne? Bei dem einen oder anderen Dipol ist es etwas mehr oder weniger, ne? Aber es funktioniert auf jeden Fall ziemlich zufriedenstellend, ne? Okay, und hast du da mal separaten Dipol gemacht, um mal zu sehen, was es bringt, oder? Ja, ist auch gemacht worden, ne? Am Anfang von den ganzen, da hatten wir ja immer Verbindung gehabt mit dem einen OM aus Thüringen, einen älteren, und der hatte auch schon solche Versuche gemacht und hatte gesagt zu uns, wie wir das probiert haben, mein Bruder ist auch noch, ich sag jetzt zu uns, mein Bruder ist auch Funkamateur, und hat er gesagt, naja, ihr werdet merken, dass ihr den Ballon wieder rausmacht, ne? Ich habe das auch probiert und so weiter. Wir haben praktisch einen Ballon drin gehabt, ne? So ein, von Fritzl hatten wir den sogar gekauft, ein 2 kW-Ballon war das gewesen, ne? Und dann haben wir den wieder rausgemacht. Die Ergebnisse waren ohne Ballon besser. Okay, interessant. Ich
habe früher, das heißt jetzt auch noch, meine Spitzenantenne, die ich mal hatte, war eine Lok bei von Heiding mit den meisten Elementen und ein Gewinn von B in Mitte, also das war die beste Antenne, die sie hatte. Sie hatte ich mir in Einzelteilen und habe gemühsam zusammengebaut und die hat mir da in München, hatte ich sie auf dem Dach in den 80er Jahren völlig zerstört. Das war die Schutzantenne, aber ich habe auch eine Schutzantenne mit Quatsch, mit Spinnen und allen möglichen experimentiert. Und im Moment habe ich die W3DZZ, die ich da auf Raum zeigt, die ist nur so 12, 13 Meter über Grund. Ich möchte sie höher spannen, dass die Dachkapazitäten wegkommen, also das würde aufgehen. Aber eine Parallelschaltung von, das habe ich jetzt noch nie gehört. Und das ist ein so interessantes Thema, Manfred. Ist da in Rothammel irgendwas, Frederik? Müsste im Rothammel was sein und da gibt es noch ein anderes Buch, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Da ist die auch drin, ne? Die Antenne, ne? Da ist ja auch beschrieben, ne? Und zwar ist auch beschrieben, wo du anfangen musst, bei welchem Band mit der Abstimmerei, ne? Okay, Google 1, November, Echo Kilo, Delta Juli, Zwickenlima, Mike in Kurso. Okay, Manfred, danke für die Ausführung und wir hoffen, dass es wieder fast animiert, das auch mal auszuprobieren. Also, du kriegst so angenehm zu antworten. Wir sind jetzt ein bisschen aus Wasser und vorher, aber weil das ist ganz noch. Also, ich würde Manfred, danke fürs Kommentieren. Und ja, vielleicht hören wir uns mal wieder. CG1, November, Echo Kilo, Delta Juliet, 7, Lima, Mike, noch ein schönes Licht. Ja, Alex, ja, das ist ja klar, das hört man. Das ist hier Unterfranken, ne? Näher Bad Kissingen. Das wirst du wahrscheinlich kennen, den Kurort Bad Kissingen. Ne? Ja, wir hatten auch schon die W3DZZ schon mal gehabt, ganz am Anfang. Und dann hatten wir auch mal leihweise eine FT4 gehabt. Die FT4 war auch nicht schlecht. Aber sie hat viele Störungen aufgenommen. Ne? So, Alex, ich wünsche noch ein schönes Pfingstfest. Lass es gut gehen und bleibt hier bei TG1 NEK. Okay, Manfred, schöne Grüße nach Franken. Es ist schön, einen Franken zu hören. Okay, Manfred, servus. Ja, tschüss, viel Erfolg noch. Danke, wir sind wieder mal zuerst. Sure, I've got on this frequency, Delta Juliet 7 Lima Mike 4. This is 14, Delta Juliet 7 Lima Mike 4, this is 40 meters secure. Ich habe den Signal, den Klauen, der ist.
Delta Juliet 7, Lima Mike zurück. Ja, also wie gesagt, in den Spitzen von 7, das geht also an alle Runde auf den Flug. Weil die Frequenz sauber ist, kann ich dich kontinuieren. Also das geht wirklich von der Woche. Okay, Bertolt, ja. Das Wetter bei uns hier, wir haben 15 Schritt. Es ist grau in grau, noch ziemlich käsig, die Sonne kommt noch nicht durch. Und ich weiß nicht, ob da das ein warmer Sonntag wird. Nee, was nicht mal ab. Wir können es sowieso nicht ändern. Meine Arbeitsbedingungen, ich habe eine TS590, eine Linear-Endstufe-Antenne. Eine Linear-Endstufe mit dem, ich weiß, die Antenne ist eine W3BZ. Und wie gesagt, das wird auch dick und ja und kalt. Das sind und das im Moment haben wir noch unter 10 Grad. Okay, sehr gut. Dann danke ich dir für den Abend. Einen schönen Sonntag, natürlich auch einen Montag, der ja Feiertag ist. Und ja, viel Spaß beim Hobby. Die Erfahrung. Wir ziehen hier Mike Mikrofon nochmal zurück. Wir haben jetzt
Ja, das ist meine Fieberbühne. Ein nettes Glück, wenn wir uns wieder beim Team dürfen. Ja, ein schönes Dienstfest noch. Eine schöne nächste Woche. Und wir sind Delta, die macht schon mal klar. Wir müssen alle mit Delta-Tourismus machen. Das ist ausgezeichnet gewünscht. Ich habe eine Delta-TOK-Uniform 0-3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 -